Habt ihr euch erschrocken? Ich hoffe schon. Heute, Jack the Dripper. Schauen wir uns heute an. Ich habe irgendwie gedacht, mir fällt was Besseres ein. True Crime, das Monster von London. Ihr seht hier, Jack the Stripper. Wir gehen straight rein. Iceberg Video, letztes Mal ja schon. Der Vampir des Düsseldorf-Vereins. Hat euch sehr, sehr gut gefallen. Der dunkle Parabelritter, das dunkle Parabelgitterpommes wird uns mal wieder ein bisschen was erzählen. Bisschen eine schaurige Story und ich so. Ich durchschneide den dichten Nebel, der über den Straßen liegt. Und los geht's. Wie auch die Motte vom Licht angezogen wird, so bewegst du dich ganz langsam auf das hell erleuchtete Fenster zu. Mit jedem Schritt wird das Summen der ausgelassenen Gespräche immer lauter, als du dich dem Etablissement auf der gegenüberliegenden Straßenseite näherst. Hinter den beschlagenen Scheiben verbirgt sich ein völlig überfüllter Pub, was du nach einem kleinen, neugierigen Blick feststellst. Ein Moment später hältst du jedoch inne, wunderst dich über den seltsamen Aufzug der Gäste und noch ehe du die Pferdekutsche siehst, die sich nur wenige Meter von dir entfernt ihren Weg durch die engen Gassen bahnt, hörst du das schwere Schnaufen der Pferde und das stete Aufschlagen ihrer Hufe. Ihre dunklen Umrisse zeichnen sich gegen das flackernde Licht der Gaslaternen ab, die gerade einmal so viel Licht spenden, dass du in dieser fast gespenstischen Szenerie Männer in Zylinderhüten und Umhängen ausmachen kannst, die sich durch die Straßen bewegen. Ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich muss euch sowas Heftiges erzählen. Lasst mich nicht vergessen, Gaslaternen. Ihre Gesichter bleiben im Schatten verborgen. Doch hörst du nur allzu gut, wie ihre silbernen Spazierstöcke im Takt ihrer Schritte auf den Pflasterstein aufschlagen. London hat schon eine Vibe, oder? Treiben dich ihre eiligen Schritte voran, während du dich nach und nach in den dunklen Gassen verlierst. Das Flackern der Gaslaternen wirft gespenstische Schatten, die sich wie Klauen in die Umgebung graben. Okay, ich muss euch das jetzt erzählen. So, pass auf. Ich war damals bei meiner alten Firma. Mein Chef war unfassbar rich. Wirklich unfassbar rich. Also immens viel Kohle. Und der hatte eines von den ältesten Autos, die jemals irgendwie in Österreich angemeldet waren oder so. Also halt und halt noch bestehen sind oder irgendwie so. Und das hatte einfach vorne, da gab es so eine eigene Zeichnung und sowas, also so einen eigenen quasi Bauplan davon. Und das hatte vorne ein eigenes Kästchen, wo du eine Laterne, oder war das eine Kerze sogar? Na, Kerze ist, glaube ich, übertrieben. Aber wo du so ein flackerndes Licht halt einfach drinnen hattest. Also so ein, wie nennt man das? Wie so eine Kerze halt einfach. Sowas, ne? So eine Gaskerze, was weiß ich. Das war witzig. Das war irgendwas von, ich weiß gar nicht, von welchem Jahr das war, aber das war insane. Wird bewusst, so viel, dass du Kohle, dich in einer anderen Zeit befindest, einer Ära des Geheimnisses. Ja, so eine Laterne, wo Feuer drin ist. Und der Gefahr. Ein hauchzartes Flüstern schwebt durch die Luft. Der eisige Atem der Vergangenheit, der aber über deinen Nacken streicht. Du bist gefangen in einer Zeit, in der das Böse sein Unwesen treibt und die Grenzen zwischen Realität und Albtraum verschwimmen. Hallo, ich bin's, Jack the Stripper. Plötzlich spürst du, wie dein Herz schneller schlägt. Deine Sinne sind geschärft, deine Schritte werden schneller. Jeder Schatten könnte ein Versteck, jede Bewegung ein Hinweis sein. Ein ja, Mann lauert irgendwo Kinder in der Dunkelheit, wartet auf dich. Doch sein Gesicht bleibt dir verborgen. Ein Geheimnis, das niemals gelüftet wird. Und hast du schon Angst? Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Format und der ersten mit der Shorty natürlich. Folge des Sophia True Crime Eisbergs. Kennt ihr sie noch, diese Sendung wie Medical Detectives, Geheimnisse der Gerichtsmedizin und Autopsie, mysteriöse Todesfälle, die nachts auf RTL 2 liefen? Wie oft bin ich damit eingeschlafen? Ob ich dadurch nachhaltigen Schaden genommen habe? Ach ja. Nein. Also ich sage euch gleich, ich bin jemand, ich glaube, ich wäre sehr schwer zu attackieren, weil ich bin jemand, der ist extrem surround-mäßig, weißt du, aktiv. Ich bin sehr paranoider Mensch. Wenn ich rausgehe, Real Talk, dann schaue ich mich immer die ganze Zeit um, ne? Oder ich gehe, wenn es dunkel ist, gehe ich halt in der Mitte von der Straße, wenn die Straße nicht befahren ist, sonst gehe ich obviously am Trottoir entlang. Aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn mich jemand attackieren will, dann werde ich es merken. Und dann werde ich mich verteidigen. Weil generell, ich glaube, ich bin eine schlechte Person zum Angreifen. Weil ich bin relativ groß und ich glaube, ich könnte dir aufs Maul hauen. Ich glaube, ich könnte 80% der Menschen könnte ich geben. Weißt? Wo denkt ihr hin? Wo wir gerade so frei miteinander reden, muss ich an dieser Stelle gestehen, dass mich das Lösen solcher Rätsel... Schreibt mal rein, wie viel... Du bist größer? Bullshit, wie groß bist du?
Wir haben uns auf der Gamescom getroffen. Bist du größer als ich? Ja, oh ja, das kann sein. Du bist, glaube ich, 1,90 oder so. Oder? Schon immer irgendwie gereizt hat. Und euch sicherlich auch. Also sonst hättet ihr ja nicht auf dieses Video geklickt. 1,91. Ja, okay, aber ich habe halt die Frisur, ne? Ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen. Also lasst uns eintauchen in den heutigen, in den ersten Fall, dem noch so viele weitere und immer mysteriösere und unbekanntere Folgen werden. Denn auch hier steigen wir natürlich in die düsteren Abgründe eines Eisberges hinab. Ja. London geht, seid ihr vermutlich nicht weiter überrascht London. Nach unserem kleinen verbalen Ausflug in die Vergangenheit zum Anfang des Videos jetzt. Unser Ziel befindet sich abseits von den geschichtsträchtigen touristischen Attraktionen, die wir aus Film und Fernsehen kennen. Stellt euch ein London vor, das von Nebel und Schatten umgeben ist und in dem es echt auch ziemlich mies riecht. Ja? In dieser Stadt fahren Pferdekutschen durch enge Straßen und Männer in Zylinderhüten, die hatten auch andere Hüte, aber vor allen Dingen in Zylinderhüten und Umhängen, bahnen sich ihren Weg unter dem flackernden Licht von Gaslaternen. Und unter das ist schon geil. Also wenn ich irgendwo abgestochen werden möchte, dann in dem London und jetzt nicht irgendwie so, klar, weißt du, am helllichten Tag, am Mittwoch in Gelsenkirchen oder so, hat nicht den gleichen Flair. Darin befindet sich der wohl bekannteste Serienmörder der Weltgeschichte. Mindestens 5 bestialische Morde werden ihm zugeschrieben, die sowohl den Scotland Yard als auch Rechtsmediziner und Historiker gleichermaßen und bis heute im Dunkeln tappen lassen. Sein Name? Jack the Ripper. Ein Mysterium, das in vergangenen Zeiten ganz London in Atem gehalten hat und heute offenbar zu einem sehr profitablen Geschäftsmodell geworden ist. Jack scheint ein sehr vielseitiger Charakter zu sein, nicht wahr? Obwohl das vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist. Schon während seiner Schreckensherrschaft im Londoner Arbeiterviertel nutzten etliche Nachrichtenblätter sowohl die... Was? Oh, Entschuldigung. Hier, die Man in Black damals schon. Die haben dich auch so geflasht und dann hast du alles vergessen. Digga, das war... Ist das eine echte Ausgabe oder so? Law Courts, Wiggle... Bruder, das schaut einfach aus wie so ein... Nein, das ist ja kein... Oh ja. National Geographic. Who was Jack the Stripper? Ja. Ja, auch wie so ein... wie heißen diese Mickey Mouse Taschenbücher? Mehr als begründete Furcht, die besonders die weibliche Bevölkerung umtrieb und zum anderen die Faszination mit diesem Fall aus, um Kapital aus dieser bedrohlichen Situation zu schlagen. Ganz nach dem Motto, Krise kann auch geil sein. Wer hatte das nochmal gesagt? Doch ging sie sogar so weit, die berüchtigten Briefe Jack the Rippers zu fälschen, um zu verstehen, was damals in London geschah und somit der Identität Jack the Rippers näher zu kommen, müssen wir uns in das späte 19. Jahrhundert zurückversetzen. Die industrielle Revolution hatte zu dieser Zeit in England... Die Leute damals waren halt auch deppert, oder? Ey, Typ Wonder spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Typ Wonder, dankeschön. Ich habe letztens erst gesehen, ein paar Videos über Nordkorea tatsächlich. Und Nordkorea, da ist das Ding, die sind in den meisten Fällen, also wenn du von Pyongyang, in Pyongyang, das ist ja die Hauptstadt, wenn du dort bist, dann ist alles relativ, also verhältnismäßig modern. Es ist jetzt nicht modern, aber die Leute haben teilweise halt, weißt du, Smartphones, der ein oder andere hat vielleicht sogar ein Auto und sowas, wenn du halt relativ ein hohes Viech bist, so. Oh, aber die meisten Leute haben tatsächlich, wenn du weiter rausgehst von Pyongyang, je weiter du rausgehst, desto quasi more old school ist es und da haben die Leute dann wirklich so Wählscheibentelefone und solche Geschichten halt. Und da hast du auch wirklich gemerkt, in diesem einen Vlog, den der Typ gedreht hat, was ja sowieso insane ist, dass du einfach in Nordkorea vlogst, dass die dort die gleiche Arbeitsmoral quasi haben wie die Leute damals. Und mit Arbeitsmoral meine ich halt sowas, wie wenn ich das hier sehe, ne? Die stehen da einfach, gut, das schaut jetzt nicht so arg aus, aber der steht da einfach auf diesem Zug, während die da drüber fahren und sowas. Der hat da irgendein Geländer gestrichen bei so einer Brücke und hat sich quasi so an die Brücke drangehängt, ohne Sicherheitsgurt, ohne nichts und hat dann einfach so da gestrichen und sowas, weil das ist halt einfach... Das hat man halt so gemacht. Heutzutage unvorstellbar. In Nordkorea wahrscheinlich so oder so. Wurscht, nur einfach generell, weil das so mehr so oldschool war. I don't know. Typ Wonder schreibt, weißt du, ob im Holy Adventskalender alle Sorten einmal drin sind? Ich
bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß gar nicht, was im Holy Advent-Kalender drin ist. Ich habe den in meinem Auto. Ich habe den jetzt zum 5. Mal vergessen. Aber wir werden den großen Adventkalender im Stream gemeinsam aufmachen. Ich weiß aber wirklich nicht, was drinnen ist. Ein Kollege von mir hat den schon komplett aufgemacht, hat den schon komplett geplündert. Und ich habe gesagt, sag mir nichts. Dankeschön, Luxi. Dankeschön. Zu bahnbrechenden Erfindungen geführt und das Land im weltweiten Vergleich an die Spitze gebracht. London war dadurch ein besonders attraktiver Ort für Einwanderer geworden, die sich dort neue Perspektiven erhofften. Um 1888 hatte das viktorianische London trotz des Fortschritts mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, insbesondere mit Arbeitslosigkeit und Überbevölkerung. In Whitechapel verschlechterte sich die Lebensbedingungen nach und nach drastisch. Kriminalität und oh mein Gott, are you ready to die? Gewalt gehörten hier zum Alltag. Kurz gesagt, niemand will dort wirklich freiwillig leben, es sei denn, er nennt sich Jack the Ripper. Selbst die örtliche Polizei weigert sich, die Dorset Street hinunterzugehen. Und wer kann es ihnen verübeln? Wir halten fest, das E in East End steht für Elend und davon gibt es gleich zwei. Mehr als ja, also ich habe auch damals als Kind sehr viel Zeit in Polen verbracht. Und da gab es auch so berüchtigte Straßen, wo du halt gewusst hast, okay, wenn du jetzt da so durchsteppst und irgendwer attackiert dich oder raubt dich aus oder sowas, dann wird halt die Polizei in der Nähe auftauchen, weißt du? 405. Aber halt jetzt vielleicht nicht unbedingt dort. 50.000 Menschen leben im Elendsviertel unter unmenschlichen Bedingungen. Unter ihnen tausende Obdachlose, Alkoholikerinnen und ausgebeutete Arbeiterinnen, die und stets Grünwähler, von Polizei und Presse ja? unter den Generalverdacht gestellt werden, der Prostitution nachzugehen. Teilweise übernehmen auch aktuelle Darstellungen des Jack the Ripper-Falls gedankenlos die Zeit. Was liegt eigentlich da? Ist es eine Pistolero? Herr Parabelgitter, warte mal ganz kurz. Das sieht man ja gar nicht. Oder ist das hier absichtlich? Das schaut aus wie so ein Lauf, aber auch so ein Doppellauf. Ne? Nössischen Berichte und stempeln die Opfer grundweg als Prostituierte ab, die auf gewisse Weise selbst für tragisches Ende verantwortlich sein sollen. Doch bleibt vielen dieser Frauen gar keine weitere Option, als sich zeitweise der Prostitution zuzuwenden, um schlicht und ergreifend ihr Überleben zu sichern. Jack the Ripper wird in der Stadt zum Symbol für die Vorurteile und Ängste der Londoner Gesellschaft. Verschiedene Gruppen nutzen die Morde aus, um ihre eigene Agenda zu fördern. Antisemiten diffamieren die Juden im East End. Manche Sachen ändern sich scheinbar nie. Arme beschuldigen Reiche und umgekehrt. Die sensationslüsternde Presse nutzt das tragische Schicksal der ermordeten Frauen, um ihre Leserschaft anzuziehen, während soziale Aktivisten den Fall benutzen, um auf die Armut in der Stadt aufmerksam zu machen und Das ist ein insanes Bild. Damals die ganzen Pestdoktoren, ne, haben ja auch immer wild ausgeschaut. Besserungen zu fordern. Immerhin. Jetzt haben die, by the way, damals diese Kostüme gehabt. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So diese mit den Brillen und dem langen Schnabel und sowas. Weil die, glaube ich, gedacht haben, dass sie dadurch den bösen Geistern Angst machen. Oder sowas. Während die Patienten behandeln. Beard Warrior, danke schön. Klingt doch nach einer wunderbaren Zeit, um Frau zu sein. Auf so einen Spießrutenlauf habt ihr doch bestimmt auch total Lust. Oder? Vergessen wir nicht, dass in erster Linie dieses Elend die Frauen zu dieser Zeit dazu zwingt, sich auch nachts den dunklen und unheimlichen Straßen Whitechapels auszusetzen, was sie zu einem leichten Ziel für jemanden macht, der es auf die Schwächsten und Verletzlichsten unter ihnen abgesehen hat. Die damalige Polizei bestätigte, dass alle Opfer der Prostitution nachgegangen waren, da die Art und Weise, wie die Frauen... In der Nase waren Duftkräuter. Man hat geglaubt, der Duft könnte vor Pest schützen. Renzi, danke schön für 100 Bits. Gerade ein 2 Wochen aktuelles Video von Leroy gesehen, der Titel Kudam Rasa trifft Hinterbliebenen. Ja, das habe ich auch gesehen. Nur weil alle drin fragen, ich schaue mal ganz kurz, was Leroy neu gepostet hat. Der hat angeblich irgendwas gepostet. Warte, ich bin hier gerade im White Mode, Sekunde Mundo. Instagram Story. Wir geben Gas, aber sind noch lange nicht fertig. Drückt die Daumen. Bruder, der hat zwei Wochen. Wenn ihr es auf YouTube seht, dann ist das Statement eh schon draußen. Aber der hat einfach 2 Wochen lang Zeit gehabt fürs Statement. Und dann kommt es zu spät. Aufgefunden worden, nur wenig Raum für Spekulation zuließ. Und die Morde somit eindeutig in Zusammenhang mit sexueller Obsession standen. Hat Jack the Ripper sie womöglich sogar missbraucht? Das Tatmotiv
Liegt doch klar auf der Hand, oder? Die Geschichte von Jack the Ripper nahm am 31. August 1888 ihren schrecklichen Lauf, als man die Leiche einer Frau auf einer Straße in Whitechapel entdeckte. In den folgenden 3 Monaten ereigneten sich 4 weitere ähnliche Fälle, die als Herbst des Schreckens in die Geschichte eingehen. Allerdings wird unter Ripperologen spekuliert, dass er für eine Reihe weiterer ungeklärter Morde zwischen den Jahren 1887 und 1891 verantwortlich sein könnte. So spannend diese Theorie auch sein mag, bleiben wir heute bei den offiziell bestätigten Opfern, den sogenannten kanonischen 5. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly. Er errichtete diesen Frauen ein grausames Denkmal, denn erst die Taten eines Serienmörders schafften es zu dieser Zeit in die Schlagzeilen. Und so bizarr es auch klingen mag, ihre Namen wären heute vermutlich längst in Vergessenheit geraten, wenn es sich... Ganz kurz, was ist da, wer ist der genau gewesen? Ja, einer von den Schlümpfen oder sowas, Gargamel oder so, der einfach Gargamel ermordet worden. Lediglich um Einzelfälle gehandelt hätte. Aber ich sage euch eine Sache, 5 Morde hätte ich jetzt Real Talk, so blöd sich das anhört und natürlich, ich meine jetzt nicht, oh, nur 5 Morde oder sonst was, nur ich hätte echt gedacht, so aus meiner Erinnerung, dass es mehr gewesen wären. Und du denkst halt auch, es hat ja auch in der Geschichte der Menschheit viele, viele Leute gegeben, die wesentlich mehr Menschen auf dem Gewissen haben. Nur das Ding ist halt bei Jack the Ripper oder auch zum Beispiel jetzt beim Zodiac Killer oder sonst wem, das macht es so unfassbar faszinierend, dass man einfach kein Bild von ihm im Kopf hat. Und ich bilde mir ein, es gibt irgendwie 2, 3 Verdächtige, die sehr close oder die ziemlich genau da so hinpointen bei der Geschichte. Nur das ist auch so lange her schon. Du wirst wahrscheinlich nicht noch mehr Beweise oder sowas finden. Na, also wenn das jetzt brandaktuell wäre, dann würdest du dir denken, okay, das wird wahrscheinlich irgendwann mal gelöst. Aber du weißt bei so Jack the Ripper, das wird einfach, das geht so in die Geschichte ein und du wirst es halt niemals wirklich herausfinden können. Helen Burns, danke. Es ist wichtig zu bedenken, dass diese armen Frauen nicht nur Opfer eines Verbrechens waren, sondern auch nach ihrem gewaltsamen Tod vom Gesetz benachteiligt und unter den Generalverdacht gestellt wurden, der Prostitution nachgegangen zu sein. Gott bewahre, diese Frauen waren auch noch ledig. Das nenne ich ein Leben in Sünde. Ich brauche vermutlich nicht erwähnen, dass zu dieser Zeit das Pressewesen ein außerordentlich männerdominierter Sektor war. Ne? Hallie Rubenhold, eine britische Historikerin, rekonstruiert in ihrem Buch The Five die Lebensgeschichte der ermordeten Frauen und kommt zu dem Schluss, dass im Fall von Mary Ann Nichols, Annie Chapman und Catherine Eddowes keinerlei Beweise bestehen, dass sie je als Prostituierte tätig waren. Trotzdem waren Alkoholismus, oh, Armut oder okay, im Falle von Elizabeth Stride und Mary Jane Kelly Prostitution Gründe dafür, dass diese Frauen gezwungen waren, sich den unsicheren Straßen von Whitechapel auszusetzen. In den frühen Morgenstunden des 31. August wurde Mary Ann Nichols vor einem Tor in der Bucks Row gefunden. Sie war das erste Opfer Jack the Rippers. Ein Kutscher fand ihre Leiche mit durchgeschnittener Kehle und aufgeschlitztem Unterleib. Ihr Rock hochgeschoben. Die 43-jährige Mutter von 5 Kindern verbrachte einen Großteil ihrer Jugend in verschiedenen Armenhäusern der Hauptstadt. Hätte der Unterhalt ihres Mannes die Nacht zuvor für ein Bett in einer der Notunterkünfte ausgereicht, wäre Mary Ann vermutlich nie Jack the Ripper zum Opfer gefallen. Ja, wobei ich dann glaube, dass solche Menschen, wenn sie sich sowas in den Kopf setzen, yo, ich gehe raus und ich mach sowas, dass es dann nicht drauf ankommt, ey, also wenn es jetzt zum Beispiel nicht sie getroffen hätte, dann glaube ich, wäre der weitergegangen und hätte sich ein anderes Opfer gesucht. Weißt du, was ich meine? Eine Woche später wurde Annie Chapman, eine 47-jährige Witwe und Mutter, am 8. September kurz vor 6 Uhr in der Früh in einem Hof an der Hanbury Street entdeckt. Ihre Verletzungen waren ähnlich wie die von Mary Ann, aber... Ah, das ist ganz in der Nähe, ne? Hier, Bucks Row war die erste. Hanbury Street, Bruder, das ist einmal um die Ecke. Maximum. Es fehlten ihr einige innere Organe. Annie hatte am Vortag beschlossen, ihr Geld, das sie durch den Verkauf von Blumen und Streichhölzern verdient hatte, für Alkohol anstatt eine nächtliche Unterkunft auszugeben. Diese Entscheidung wurde ihr letztlich zum Verhängnis. Am Ende des Monats forderte der Mörder in einer Nacht sogar 2 weitere Opfer. Elizabeth Stride, 45 Jahre alt,
und Catherine Eddowes, 46 Jahre alt. Elizabeth Stride war in dieser 46 Jahre alt? Die Fremdenstadt auf sich allein gestellt. Sie bettelte mit fremden Babys, die sie ausgeliehen hatte, behauptete, dass sie durch den Tod ihres Ehemannes bei einem Schiffsunglück zur Witwe geworden war und verdiente sich gelegentlich Geld durch Prostitution. Dennoch musste sie, wie auch die anderen Opfer, oft auf der Straße schlafen. Ich sag dir ganz ehrlich, also damals in London, 1888, 1890, so irgendwas. Bruder, erstens, also ich glaube, Moral ist so eine gewisse Art von, oder geht grundsätzlich ein bisschen so einher mit, ich sag jetzt mal, Luxus. Also wenn ich in einer absoluten Notsituation bin und wirklich kein Dach über dem Kopf habe, dann nehme ich das den Leuten nicht übel, dass sie irgendwelche, oder nicht so übel, dass sie auf wirklich heftige Sachen zurückgreifen. Natürlich, also das habe ich noch nie gehört. Babys ausleihen, damit man betteln kann. Das ist insane. Andererseits war die Frau halt obdachlos und hat, ja, andererseits hat sie es dann wieder für Alkohol ausgegeben und sonst. Natürlich, gut, wir müssen jetzt nicht drüber diskutieren, ob die Opfer da ein total solidarisches Leben geführt haben oder nicht, aber es ist trotzdem Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist auch so schade, dass ich mir oft denke, Marabu, dankeschön. Ich denke mir leider viel zu oft, wenn ich Bettler sehe oder Leute, die, weiß nicht, so bei den Autos, ist mir heute erst wieder passiert in Wien. Ich komme nicht aus Wien, aber ich war heute in Wien. Dass Leute dann so vorbeigehen bei den Autos und dann einfach so nach Geld betteln oder sowas. Dass ich denke, ich hab dann immer im Kopf so, yo, der geht jetzt um die Ecke und gibt das dann irgendwen ab oder, weiß nicht, maybe kauft sich auch damit, ihr wisst, ne? Oder er wird dann einfach überfallen, weil es das einfach schon viel zu oft gegeben hat. Und natürlich bist du dann halt trotzdem so, also ich sehe dann trotzdem so das Beste in den Menschen und so, nur ich krieg den Gedanken halt nicht aus dem Kopf. Und durchschnitt der Serienmörder in der Nacht zum 30. September die Kehle. Kurz darauf wurde ihr lebloser Körper entdeckt. Ja. Doch, sie sollte nicht das einzige Opfer dieser Nacht bleiben, denn nur etwa 45 Minuten nach dieser grauenvollen Entdeckung wurde westlich des ersten Fundorts die Leiche Catherine Eddowes gefunden. Wegen Trunksucht war sie... Und ich kann mich erinnern, da war ich einmal in der Bahn, also im Zug, und ich bin gefahren, ich war da, ich weiß nicht, 14 oder 15, und ich bin da zu meiner Freundin gefahren. Und meine Freundin, ich hatte 2,50 Euro oder sowas mit, weil ich bin gerade von der Schule gekommen. Und ich bin eingestiegen und da war so ein Dude, und der war so ungefähr in meinem Alter oder so ein bisschen älter und sowas, und der hat da so Zeitungen verkauft und sowas, und der hat mich die ganze Zeit angebettelt, dass ich ihm ein bisschen was gebe, und ich habe mir so gedacht, ja komm, weißt du was, ich gebe dir das, ist wurscht, ich wollte meiner Freundin Schokolade kaufen tatsächlich, und ich habe ihm 2 Euro gegeben und ich habe gesagt so, ja komm Bro, hier bitte. Und dann ist später sein Kollege gekommen, der war auch so in dem Alter, und der ist so zu mir gekommen und der so, hallo, dies und so voll auf, ich bin ja so arm und bla bla. Und ich so, du, sorry, ich habe gerade deinem Kollegen 2 Euro gegeben, ich habe nichts mehr. Also ich hatte noch 50 Cent oder sowas, aber mein Gott, ich wollte mir auch irgendwas kaufen. Und instant ist sein Mood so geswitcht von kannst du mir bitte helfen, zu, okay, passt. Und ist direkt weitergegangen. Und ich habe mich so verarscht gefühlt, Bruder. So, ja, ich habe ihm nur 2 Euro gegeben, aber halt trotzdem so, weißt du, was ich meine? Ich hasse das. Am Nachmittag von der Polizei in einer Ausnüchterungszelle gesperrt worden, die sie gegen 1 Uhr verlassen konnte. Sie legte sich dann völlig ahnungslos am Mitre Square schlafen. Dort schnitt auch ihr der Serienmörder wenig später die Kehle auf und entfernte ihre Gebärmutter. Das letzte offizielle Opfer, Mary Jane Kelly, 25 Jahre alt, wurde am 9. November 1888 brutal verstümmelt in einem Wohnhaus in Millerskirt entdeckt. Als im Herbst 1888 die Zeitung Jack the Ripper Windows Backup, das war jetzt erneut erinnern in... Nein, danke. ...berichteten, lud Kelly gelegentlich befreundete Prostituierte auf ihr Zimmer in Millerskirt ein, damit sie nicht wie die anderen armen Frauen draußen schlafen mussten. In der Nacht vom 8. auf den 9. November war sie jedoch völlig allein. Der letzte Mord Jack the Rippers... Ja, das ist auch hier, dann den dritten weiß ich gerade nicht. Und den vierten auch nicht. Und dann hier. Das ist halt alles so extrem nahe. Also der muss halt irgendwo da gelebt haben, ne? Oder er ist halt wirklich extra immer da in einen anderen Town gefahren, damit es halt so aussieht, als würde er dort leben. Andererseits denke ich mir, 1890 wirst du dir
nicht die Gedanken gemacht haben. Also wenn dich jemand erwischt, dann ist eh klar, dass du für das alles verantwortlich bist. Deswegen macht es auch keinen Sinn, irgendwo anders hinzufahren. Und sie konnten ja nicht nach DNA oder sowas suchen. Das heißt, es macht auch gar keinen Sinn, irgendwo anders hinzufahren, damit sie quasi andere Leute dort, weißt du, ausselektieren oder so. Der hat Dark wohnt da hier in der Old Man Gif Street. War auch gleichzeitig der brutalste. Er drang in ihr Zimmer ein, schnitt ihr die Kehle durch, zerstach ihr das Gesicht und schlitzt ihren gesamten Körper auf. Die Polizei ging davon aus, dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle handeln könnte, sondern um einen Serienmörder, der diesen fünf Frauen das Leben nahm und ihre Leichen in unterschiedlichem Ausmaß verstümmelte. Es gibt unzählige Filme, Serien und Bücher, die sich mit der Schattengestalt Jack the Ripper befassen. Und man könnte vermutlich Wochen damit verbringen, die Arbeit... Stimmt, wenn er dort, wenn er dort erkannt wird, ja, das ist blöd. Abenteuerlichsten Theorien. Was auch immer er gemacht hat, es hat funktioniert. Über ihn zu lesen. Da reichen die Verdächtigungen vom Enkelsohn Königin Victorias höchstpersönlich, ja, dem Duke of Clarence, bis zum frauenverachtenden, mental instabilen Maler Walter Sickert. Rieche ich hier etwa Verschwörungstheorien? Da ist natürlich fraglich, wie viel Wahrheit in ihnen steckt. Und viele Autoren haben viele Thesen, Beweise und die Widerlegung dieser Beweise parat. Bis heute scheinen sich diese Autoren tatsächlich auch sehr stark von den damaligen Presseberichten leiten zu lassen. Und diese waren, wie wir wissen, eher auf die Befriedung der Sensationsgeilheit ausgerichtet. Als auf Warum bekommen Serienmörder so coole Namen wie Jack the Ripper und nicht auch Josef der Eierlose? Josef das Opfer. Josef der Uncoole. Voll der Blöde, ja. Die tatsächliche Berichterstattung. Ja, lässt sich halt super vermarkten, ne? Imagine, der heißt aber wirklich so Josef der Eierlose. Josef der Eierlose, wieder zugeschlagen? Nimmt ja keiner ernst, oder? Ja, die Bild gab es also auch schon im viktorianischen London. Doch so spannend das auch alles sein mag, versuchen wir immer strikt bei den Fakten zu bleiben. So fantasievoll einige dieser Theorien und Interpretationen zu sein scheinen, haben mich einige Bilder, auf die ich während meiner Recherche gestoßen bin, knallhart in die Realität zurückgeholt. Denn die erinnerten mich eher an Mugshots für Tote. Da die damals verwendeten Kameras einerseits nicht nach unten gerichtet werden konnten und andererseits viel zu groß waren, um den Tatort und die Leichen der Opfer einwandfrei dokumentieren zu können, mussten die Ermittler die Leichen stattdessen an die Wand stellen und gut erkennbar in die Kamera halten, sofern noch viel von ihnen übrig war. Aber keine Sorge, ich werde euch die Details und die Bilder ersparen. Aber das wirklich... Warum hat man nicht einfach einen Spiegel genommen und den so runtergerichtet? Hä, das macht doch mehr Sinn, Schockierende oder? Ist, dass die einzigen Bilder, die von diesen armen Frauen existieren, die postmortalen sind. Um den heutigen Fall lösen zu können und das Geheimnis von Jack the Ripper zu entschlüsseln, müssen wir, wie jeder gute Detektiv, zuerst zum Anfang des Verbrechens zurückkehren und jeden seiner Schritte sorgfältig verfolgen. Und ich fürchte, dass wir genau an dieser Stelle vor einem Dilemma stehen, meine Freunde. Denn damals war es geradezu unmöglich, ohne die moderne Kriminaltechnik, die erst Jahre später erfunden und eingesetzt wurde, die Bestie von London zu fangen. Es sei denn, man konnte den Täter auf frischer Tat ertappen. Red-handed, wie man so schön sagt. Ja. Also muss ich mir... Stimmt, ja, sicher wegen dem Blitzlicht. Ja, das hätte nicht ganz funktioniert. Naja. Egal. Hätten sie das trotzdem gemacht. Ich würde das so vorstellen, dass sie däumchendrehend darauf warteten, ihn wie in einer Tierdokumentation dabei studieren zu können, wie er in seinem ganz natürlichen Habitat seine Opfer jagte, nur ihm dann auf diese Weise für die bereits begangenen Morde überführen zu können? Das klingt nach einem sehr spaßigen Unterfangen. Wenn wir einmal außer Acht lassen, dass ein solcher Mordversuch in keiner Weise ein Beweis dafür ist, dass der Täter ebenfalls für die anderen Morde verantwortlich war. Ja, ich glaube, sobald du die Leiche findest und die so extrem zugerichtet wurde, wie es halt da passiert ist, da ist es zumindest eins von den größten Indizien. Plus, ich glaube auch gar nicht, dass damals so die Leute so extrem nach Gerechtigkeit, oder was heißt Gerechtigkeit, ich glaube, wenn du damals im Jahr 1890, aber ich weiß es nicht, wie damals so das Recht eben war, sowas gemacht hast und du hast jemanden überführt und sagst, yo, das ist der zu 100%, aber wir können ihm nicht alle Morde zuschreiben, dann sagst du trotzdem, wayo, der war's. Weißt du, was ich meine? So, das wird jetzt nicht so, ah nein, aber ich habe ein Recht darauf und da Verteidigung und dies, das, so, Bro, wenn sich die Mehrheit dann einig ist, dann war's. Aber Whitechapel, auch ohne Jacks Zutun, ein heißes Pflaster für Verbrechen aller Art zu sein schien. Im Endeffekt bestand die Strategie der Polizei darin, Zivilbeamte unter die Betrunkenen und Obdachlosen zu mischen und zusätzliche Polizisten Streife laufen zu lassen.
geiler Job, oder? Jo, was geht ab? Sie sind Streifenpolizist, ne? Hier in London. You're a police officer, mate. Du wirst heute mal obdachlos und betrunken. Viel Spaß. Doch trotz aller Anstrengung tappte die Polizei im Dunkeln. Das ist nicht sehr überraschend, denn die mäßig ausgeleuchteten Straßen Whitechapels spielten dem Täter natürlich zusätzlich in die Hände. Das brauche ich euch nicht zu erklären. Es gibt nur einen bekannten Hinweis auf einen möglichen Verdächtigen. Und den gab ein Zeuge, der Catherine Eddowes 10 Minuten vor der Entdeckung ihrer Leiche in Begleitung eines Mannes gesehen haben soll. Doch kurze Zeit später zog er seine Aussage zurück. Alles, was wir haben, ist die vage Beschreibung eines Mannes, der zu dieser Zeit ungefähr 30 Jahre alt war, mit einer Körpergröße von 1,75 Meter und einem hellen Teint. Zusätzlich soll er einen kleinen blonden Schnurrbart sowie ein rotes Halstuch und eine spitz zulaufende Mütze getragen haben. Höchstwahrscheinlich war... Ist es nicht der von Tim und Struppi? Jack the Ripper ledig und arbeitstätig, da er nie unter der Woche zugeschlagen hatte. Hatte keine Zeit. Zudem verfügt er wohl über ein rudimentäres Verständnis von Anatomie. Optimistisch ausgedrückt sind diese Hinweise ein Flashhocker. Denn nach dieser beeindruckend nutzlosen Beschreibung fallen da ganz schön viele Londoner in dieses Profil. Also ich glaube wirklich, Sorgen musste er sich nicht machen. Laut Edmund Reed, der damals mit der Untersuchung dieses... Ja, aber warum zieht er dann die Aussage zurück? Also ich habe das schon mal gehört, dass da irgendein Verdächtiger eben beschrieben wurde und man weiß halt nicht, ob das Jack the Dripper ist oder ob der Typ, der die Aussage getätigt hat, Jack the Stripper ist. Des Kriminalfalls betraut war, sind dies die einzigen Fakten. Die 5 Frauen waren entweder aktive oder ehemalige Prostituierte, auch wenn wir schon eine gegenteilige Meinung dazu gehört haben. Alle Opfer gehörten der unteren Klasse an. Ja, okay. Bucks Row, Hanbury Street, dann da unten, was auch immer, kann ich nicht lesen, dann kann ich noch weniger lesen und dann hier kann ich am wenigsten lesen. Also das ist halt, also die weiteste Entfernung, die du halt hast, sind halt jetzt grob geschätzt, weiß nicht, 300 Meter gefühlt, also die Straßen werden ja auch nicht endlos lang gewesen sein. 300, 400, 500 Meter Maximum. Und dann halt wirklich alles so da drin. Wahnsinn. Alle wohnten innerhalb eines Viertelmeilenradius voneinander entfernt und alle Morde fanden nach Schließung der dortigen Pubs statt. Es gab keine Hinweise darauf. Das ist eine Meile in normal. Ich glaube, eine Meile ist irgendwie 1200 Meter oder so. Darauf, dass die Opfer Widerstand geleistet oder dass jemand in der dicht besiedelten Nachbarschaft ihre Schreie oder Hilferufe gehört hatte. Was ungewöhnlich war. Ein weiterer Aspekt bestand darin, dass der Mörder vermutlich bei allen Opfern ein Messer benutzte und sie nicht nur tötete, sondern ihre Leichen regelrecht verstümmelte. Eine Tatwaffe wurde jedoch nie gefunden. Doch welche Beweise und Indizien führten die Polizei denn überhaupt zu der Annahme, es sei ein einzelner Täter gewesen? Die Polizei stützte ihren Verdacht ausschließlich auf eine Reihe von Bekennerschreiben, die sowohl an die Presse als auch an die Polizei geschickt wurden. Es liegen insgesamt 209 Briefe vor, in denen sich die Autoren als Jack the Ripper ausgeben. Es ist jedoch umstritten, ob einer dieser Briefe tatsächlich vom Täter selbst stammte. Doch Bruder, die Leute sind so deppert. Oh, da sind mehrere Leute sind jetzt gestorben. Ah, weißt du, was ich jetzt mache? Video am Wangler, oder? Machen wir das. Gaben sie dem Serienmörder seinen berüchtigten Namen. Bin ganz ehrlich. In meinen Augen ist das absolut kein überzeugendes Argument für die Einzeltätertheorie. Der forensische Linguist Andrea Nini scheint dahingehend eine ähnliche Auffassung zu haben. Denn er hat sich intensiv mit dem Bekennerschreiben auseinandergesetzt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 3 dieser Briefe höchstwahrscheinlich vom selben Autor verfasst wurden. Einschließlich des ersten Jack the Ripper Briefs, in dem sich der Autor über die Ahnungslosigkeit der Polizei amüsiert. Zu Recht. Also, wenn ihr mich fragt. Allerdings vermutet Nini, dass diese Dokumente gefälscht wurden, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Sensationslust der Öffentlichkeit zu befriedigen. Er geht sogar so weit zu sagen, dass diese Schreiben aus den Reihen der damalig tätigen Journalisten stammen könnten, um so neue Schlagzeilen generieren zu können. Ihr seid sicherlich auch ein großer Fan davon, dass die Presse den ohnehin schon ahnungslosen Ermittlern auf diese Weise ins Bein schießen könnte, oder? Tja, genial, dass auf die Berichterstattung so viel Verlass ist. Das Dilemma
man bei historischen Fällen ist, dass aktuelle Erkenntnisse offenkundig keinen Einfluss auf die ursprünglichen Ermittlungen haben können. Trotz irreführender Hinweise und der wahrscheinlich daraus resultierenden Fehleinschätzung der damaligen Ermittler identifizierte das Scotland Yard einen kleinen Kreis von Verdächtigen. Wie auch immer sie das geschafft haben wollen. Auch wenn die Kriminalpolizisten aufgrund der zu dünnen Beweislage nie einen dieser Verdächtigen vor Gericht bringen konnten, ist mir während meiner Recherchen jedoch ein Name aufgefallen, der immer wieder in den Quellen auftauchte. Möglicherweise könnte dieser Mann für unseren Fall von Interesse sein. Chefinspektor und späterer Assistant Commissioner für Kriminalität, Sir Melvin McNathan, sag das mal 10-mal schnell hintereinander, erwähnte Aaron Kosminski in seinem Memorandum vom 23. Februar 1894 als einen der Hauptverdächtigen. Mhm. Und das hört sich ähnlich an wie Ted Kaczynski und der war der Unabomber. Also ich glaube, der war das Ding in diesem Fall. Doch was macht diesen Mann so interessant für uns? Der hat bis heute noch gelebt. Nun, Aaron Kosminski, der in Polen geboren und im Jahr 1882 nach England auswanderte, verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in psychiatrischen Anstalten. Im Jahr 1890 wurde er wegen Geisteskrankheit in das Mile End Town Workhouse Krankenhaus eingewiesen und nach 3 Tagen wieder entlassen. Nur um ein Jahr später erneut in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden, bevor man ihn in die psychiatrische Anstalt Colney Hatch Lunatic Asylum Gottes Willen, das ist eine Anstalt? Was ist mit den Menschen da, die randalieren und wollen da hier wie so Ameisen irgendwo raufklettern? Wenn die ganze Anstalt einfach so eine riesige Halle mit lauter Flaggen ist, dann wundert es mich nicht, dass die Leute da alle deppert werden. Einwies. Dort wurde er jedoch als harmlos geisteskrank und als Idiot oder auch geistesschwach eingestuft. 3 Jahre später kam er letztlich als Idiot, aka harmlos geisteskrank, in ein Heim für ältere Schwachsinnige, wie das damals hieß, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1919 lebte. In den Aufzeichnungen des Colney Hatch Lunatic Asylum wurde Kosminski zwar als Patient mit chronischer Harmlosigkeit beschrieben, was eigentlich bedeutete, dass er als nicht gewalttätig eingestuft wurde. Doch schien Kosminski unter Halluzinationen, Erscheinungen und Stimmen zu leiden. Es wurde auch berichtet, dass er einst seine Schwester mit einem Messer bedrohte. So viel jedenfalls zu den Aufzeichnungen der psychiatrischen Anstalten. McNathan erklärte Kosminskis Zustand dagegen ein wenig anders. In seinem Bericht spricht er von ihm als polnischer Jude und Bewohner von Whitechapel, der dem Wahnsinn verfallen war, nachdem er sich über viele Jahre hinweg dem Laster der Selbstbefriedigung hingegeben hatte. Er hegte einen tiefen Hass gegenüber Frauen, insbesondere Prostituierten, und hatte da hinten ist er. Starke mörderische Tendenzen. Es gab viele Sachverhalte in Verbindung mit diesem Mann, die ihn zu einem überzeugenden Verdächtigen machten. Fällt das nur mir auf oder könnten diese beiden Einschätzungen über Kosminskis Persönlichkeiten und seinen psychischen Zustand unterschiedlicher nicht sein? Kann ich mir jetzt aussuchen, was ich glauben möchte? Aber es kommt noch besser. Ja, wir haben einen neuen Tatverdächtigen. Und zwar geht es hier um jemanden, der masturbiert. Der muss es sein. Erinnert euch doch an den Zeugen, der tatsächlich die männliche Begleitung des vierten Opfers, als ihr könnt es euch schon denken, Aaron Kosminski identifiziert hat und dann seine... Oh, jetzt wird's aber spannend. Jetzt wird's aber spannend, oder? Ui, der Herr Kosminski. Na, wären wir lieber zu Hause geblieben und hätten masturbiert an dem Abend. Das ist jetzt ordentlich blöd, oder? Das ist jetzt ordentlich blöd. Ich verfalle auch in dem Wahnsinn beim Warten auf Leos Statement. Eine Aussage zurückziehen wollte. Genauer gesagt wollte er nicht vor Gericht aussagen, weil der Verdächtige ebenfalls Jude war und weil diese Aussage den Verdächtigen an den Galgen bringen würde, womit der Zeuge nicht sein Gewissen belasten wollte. Bei dieser Aussage musste ich tatsächlich schlucken, denn ist es nicht umso verdächtiger, dass der Zeuge seine Aussage zurückziehen wollte, weil er absolut sicher war, dass eben diese dazu führen würde, dass Kosminski verurteilt und am Galgen enden würde? Oder wie seht ihr das? Ist das alles nur ein... Ja, wahrscheinlich. Also der hat das jetzt gemacht, weil er ist davon ausgegangen, er hat keine Aussage abgegeben, weil er davon ausgegangen wäre, dass Jack the Ripper am Galgen gelandet wäre und das wäre mit seinem Glauben nicht kompatibel. Habe ich das richtig verstanden? Andererseits ist es ja auch nicht wirklich seinem Glauben entsprechend, wenn er der Meinung ist, yo, das ist Jack the Fapper. Und er lässt ihn dann einfach laufen, weil dann könnten ja eventuell noch mehr Menschen
verletzt werden. Eine antisemitische Geschichte. Und als wäre das nicht alles schon problematisch genug, kommt jetzt der Oberknaller. Neben der Leiche Catherine Eddowes wurde zudem ein blutiger Seidenschal gefunden. Und was sie daran noch gefunden haben, muss ich euch vermutlich nicht erklären. Dr. Jari Luelainen von der Liverpool John Moores University und David Miller von der University of Leeds entnahmen DNA-Proben aus dem Schal und verglichen sie mit Informationen aus... Das, was? Das geht? Das konnten die? Ach so, Jahre später oder was? Die haben jetzt gedacht, was? 1900? Aus einer Gendatenbank. Dabei konzentrierten sie sich auf Fragmente der mitochondrialen DNA, die von der Mutter vererbt wird, wie sie im Journal of Forensic Sciences berichten. Die Analyse ergab, dass die untersuchten Sequenzen mit lebenden Nachkommen von Eddowes und Kosminski übereinstimmen. Eddowes DNA konnte somit den vermeintlichen Blutflecken zugeordnet werden, während Kosminskis DNA den angeblichen Spermaflecken zugeordnet wurde. Case closed. Ja, klassischer Kosminski. Wenn der Kosminski dir entgegenkommt, ja, dann weißt du, wie eine Schnecke kommt er dir entgegen. Der Kosminski, Alter, da brauchst du nicht mehr rum. Leute, ihr denkt jetzt sicher, Alex, das klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Weil es das nämlich auch nicht ist. Denn, wie sie schnell zeigte, hatten die beiden Wissenschaftler einen klitzekleinen Fehler bei der Dokumentation der ausschlaggebenden Genmutation gemacht. Diese äußerst seltene Mutation hätte nämlich eindeutig bewiesen, dass die DNA auf dem Schal mit der DNA einer lebenden Verwandten Kosminskis übereinstimmte. Wie sich aber herausstellt, tragen etwa 99% aller Europäer die eigentliche Genmutation in sich. Also sagen uns diese Ergebnisse der DNA-Analyse genau 0,01% etwas über den wahren Täter. Und in der Schule habe ich gehört, man rundet ab. Immer Regenschirm dabei haben. Falls Kosminski wieder rumnattet, losnattet. Zudem äußerten einige Wissenschaftler erhebliche Bedenken, da die Methoden der beiden Forscher vor Gericht sowieso wenig Bestand hätten. Da die mitochondriale DNA im Allgemeinen nicht geeignet ist, um das genetische Material eines männlichen Täters mit dem seiner Nachkommen abzugleichen, da diese DNA nur von der Mutter vererbt wird. Doch was meint ihr? Reicht die Zeugenaussage in unserem heutigen Fall aus, um Aaron Kosminski als Jack the Ripper zu enttarnen? Das ist Aaron Kosminski, das ist der, Alter, der schaut ja voll respektabel aus. Schaut nicht aus wie so ein Dude, der hier die ganze Zeit am Rumnatten ist oder so. Schaut nicht aus wie ein Dude, der um 0.01 Uhr am 1. November gleich den NNN failed, weißt du, was ich meine? Good guy. Bist der Meinung? Ich weiß nicht. Ich traue keinen Leuten, die so ausschauen. Oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Theorie? Dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wie wir jetzt wissen, ist die Identität Jack the Rippers nach wie vor unbekannt. Trotz der vielversprechenden DNA-Probe und des kompletten Versagens von Doc... Ja, Ted Bundy schaut auch respektabel aus und so, aber er war ja nicht... Es geht mir hier um das Rumnatten. Darum geht's mir. Der Jari Luelainen und seines Teams. Auch wenn ich mir immer wieder die Frage stellen muss, was ich an seiner Stelle getan hätte. Würdet ihr zugeben, einen so groben Fehler während der Untersuchung des wohl bekanntesten Kriminalfalls begangen zu haben? Was sagt man da? Oh, Autokorrektur, sorry. Kennt das doch. Wenn eine zukünftige DNA-Analyse jedoch erfolgreich wäre, könnte dies eine historische Wende in diesem Fall bedeuten. Durch die Identifizierung des Täters könnte nicht nur das Geheimnis um das Phantom Jack the Ripper endlich gelüftet werden, sondern auch die Möglichkeit bestehen, die Methoden und Techniken so zu verbessern, um weitere ungeklärte Fälle zu untersuchen. Allerdings müssen wir uns bis dahin noch etwas in Geduld üben, fürchte ich. Dafür haben wir ja diese Serie hier. Trotz heftiger Kontroversen. Ja, aber kann man da noch irgendwas irgendwie rausholen? Gibt es noch irgendwas, was man noch nicht irgendwie abgleichen kann oder so? Gibt es da irgendwie, I don't know, so das Blut, ja, okay, die Jizz-Ding und so, ja, okay. Das hat man ja alles jetzt schon abgeglichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was gibt es da noch? Bezüglich der Polizeiarbeit, damals wie heute, meiner bescheidenen Meinung nach auch zu Recht, muss uns bewusst sein, dass die Polizisten bei weitem nicht so gut ausgebildet waren und nicht die gleichen Ressourcen zur Verfügung hatten wie wir heutzutage. Moderne forensische Techniken wie DNA-Analysen oder die einfache Aufnahme von Fingerabdrücken waren den Polizisten damals nicht einmal ein Begriff. Stattdessen waren die katastrophalen Bedingungen in den Elendsvierteln im East End ein Nährboden für Kriminalität, Gewalt, Antisemitismus und öffentliche Misogynie. Ja, diese Frauen, die sind doch selbst schuld. Sünderin. Schon traurig, dass wir uns das heutzutage...
glitzer kleine Teilschuld. Ne? Trage immer noch von degenerierten Individuen. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich da angespielt habe. Wie du ihn anhören müsst. Geschichte wiederholt sich ja bekanntermaßen nicht, meine Freunde. Lasst uns einen Moment zur ursprünglichen These zurückkehren. Ob Jack the Ripper tatsächlich... Ja, aber als ob er als Jack the Ripper unterschreibt. Jack the Ripper. Ripper, ne? Ich würde dann einfach als... Dass die dem generell so einen Namen gegeben haben, ne? Einfach Jack und dann The Ripper. Einfach so ein Spitznamen auch gleich draus gemacht. Weiß nicht. Müsste es dann eigentlich so auf eine falsche Fährte locken? Ich würde dann hinschreiben, Jack the Ripper, a.k.a. Ferdinand. Keine Ahnung, irgendwas. Und dann sind die alle so, hä? What? Seine Opfer sexuell missbraucht hat. Viele der Freddy Opfer wurden unter den Generalverdacht der Prostitution gestellt. Bis ich mich näher mit diesem Fall auseinandergesetzt habe, ging ich ebenfalls von dieser Tatsache aus. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Und selbst während meiner Recherche bin ich immer und immer und immer wieder in Quellen eben auf diese Aussagen gestoßen. Und auch dort wurden sie nicht in Frage gestellt. Jedoch sollten wir vorsichtig sein, bevor wir hier voreilige Schlüsse ziehen. Denn im Endeffekt gibt es keinerlei Hinweise darauf, um mit Sicherheit sagen zu können, ob Jack the Ripper seine Opfer sexuell missbraucht hat und ob ein Zusammenhang mit der Profession dieser Frauen und der Opferauswahl besteht. Stattdessen könnten sich... Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, also wahrscheinlich hat das auf Frauen abgesehen, wenn es halt nur Frauen sind, weil ich glaube, der ein oder andere Mann begegnet dir da auch, ne? Entschuldigung. Aber ich glaube... Er hat es vor allem auf Prostituierte abgesehen, weil, einfach nur aus dem Grund, weil die halt leichte Beute sind, weil die halt sowieso nachts auf der Straße teilweise alleine herumlaufen und so. Wobei, einmal ist er ja auch eingebrochen, ne? Einmal ist er eingebrochen und hat sich die dann so rausgesnatcht. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Morde ebenfalls auf eine Form von Hassverbrechen zurückführen lassen. Es ist wichtig, hier keine überstürzten Schlüsse zu ziehen, insbesondere wenn es um solche komplexen Kriminalfälle geht, die nur wenig verwertbare Hinweise liefern. So verlockend diese Theorien auch sein mögen, dürfen wir uns nicht zu Spekulationen hinreißen lassen, meine Freunde. Dass solche voreiligen Annahmen nicht nur die Ermittlungen hindern, sondern auch Verschwörungstheorien nähren, beweist die Polizei des viktorianischen Londons. Anhand von einer vagen Zeugenaussage, so möchte ich sie jetzt mal vorstellen, vorsichtig nennen, wurde indirekt zu einer Hetzjagd aufgerufen, die auch noch die antisemitischen Tendenzen in der Gesellschaft verschärfte. Der Fall Jack the Ripper ist bis heute ungelöst und vermutlich würde er auch nie aufgeklärt werden. Doch haben wir es hier nicht nur mit einem Kriminalfall zu tun. Es ist vielmehr ein Phänomen, das zahlreiche Theorien, Spekulationen und Interpretationen hervorgebracht hat, die nicht nur in Filmen und Serien, sondern auch in der Kunst, der Literatur und anderen Bereichen noch immer präsent sind. Haha. Aha. Vor allem, ich finde es halt lustig, das ist generell so im Menschen so veranlagt, dass du dir denkst, ja, hier Jack the Ripper, ewig altes Rätsel, keine Ahnung, da haben voll viele Polizisten, haben wahrscheinlich Jahre, also Dienstjahre damit verbracht, das irgendwie aufzulösen, da haben Leute forensische Analysen gemacht und da haben Leute hier, keine Ahnung, hier die Saucy Jackie und sowas, haben sich alle durchgelesen und sowas. Und du denkst dir dann so, ja, keine Ahnung, ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen, jetzt ist mir ein bisschen langweilig. Ich glaube, ich werde das jetzt lösen. Weißt du, was ich meine? Aber ist ja auch geil, ist ja auch geil. Doch sollten wir uns immer bewusst sein, dass diese fünf Frauen, die zu Opfern wurden, auch eigene individuelle Menschen waren, die das Recht hatten, ihr Leben frei und erfüllt zu leben. Es ist bedauerlich, dass die einzige Erinnerung an sie die Schlagzeilen sind. Obwohl die Frage nach der Identität von Jack the Ripper seit 135 Jahren Wissenschaftler, Historiker und Kriminologen beschäftigt und noch immer unbeantwortet bleibt, ist der Mythos um ihn bis heute faszinierend und zieht immer wieder neue Generationen von Menschen in seinen Bann. Wie uns jetzt hier. Indem wir uns mit grausamen Taten wie den Morden von Jack the Ripper intensiv auseinandersetzen, können wir die Missstände aufdecken, die solche Verbrechen begünstigen und erkennen, wie wichtig es ist, soziale und politische Reformen durchzuführen, um die Wurzeln von Kriminalität und Gewalt zu bekämpfen. Die Beschäftigung mit einem Fall wie dem von Jack the Ripper ermöglicht uns auch, viel über die damalige Gesellschaft und ihre Herausforderungen zu lernen und uns mit diesen Themen zu befassen, um ein besseres Verständnis für unsere eigene Gesellschaft zu entwickeln und auch hier Verbesserungen anzustreben. Und wenn ihr wissen möchtet... Ja, vor allem halt, nachdem halt das alles passiert ist, nachdem die ganzen Frauen immer ermordet wurden, haben dann alle ja auch immer gesagt, so ja, das waren Prostituierte und so weiter und so fort. Das ist halt das, was ich so crazy finde. Vielleicht zum einen, weil die Leute sich dann so ein bisschen sicherer gefühlt haben, weil sie sich gedacht haben, naja, mir kann das nicht passieren, weil ich bin ja ein edler Herr, ne? Ich bin ein edler, junger, fescher Boy und sowas. Mir kann das nicht passieren.
Aber zum anderen wahrscheinlich, weil einfach viel Misinformation so auf das Strada herumgelaufen ist und sowas. Du bist dann ja zu deinem Kollegen, dem wir haben die Cassin Peter gegangen, ne? Und der Peter sagte, naja, ich habe gehört, da ist jetzt wieder was passiert, diesmal in der Buckton Street oder was weiß ich was. Hab gehört, das war auch eine Prostituierte. Und dann erzählst du das halt auf der Arbeit herum und dann wird das immer so weitergetragen. Und dann... Raidon spendet 10 Euro auf entspannten gespendet. Johannes. Jo. Ey, ich danke dir. Dankeschön für die 10 Euro. Schau noch kurz das Video fertig und dann gehe ich auf Kofi. Warum ich Baumärkte nie wieder mit dem gleichen Auge sehen werde, dann schaut doch übernächste Woche gerne wieder vorbei zur nächsten Folge True Crime Eisberg. Nächste Woche gibt es wieder einen wunderschönen Verschwörungseisberg. Da schauen wir maybe auch rein. Na, schauen wir maybe auch rein. Muss man schauen. Geiles Video. Sehr, sehr geiles Video. Ich weiß halt echt nicht, ob ich glauben soll, dass der eine Dude das war, weil halt, ja, okay, hier DNA und so weiter und so fort, aber ich weiß noch nicht, wie sehr ich DNA vertraue, die halt 130 Jahre alt ist, weißt du, was ich meine? I don't know. Ich glaube, der eine, der Jack the Fapper, der war's.